Ja, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Tomb Raider Legend. Wir starten hier oben. Ich frag mich, was das da unten ist. Dann gucken wir mal. Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Okay. Aha, da sieht man schon ein bisschen den Fehler vom Reshade-Mode. Okay, da kann man irgendwie auch nicht hin. Tristan. Da kann man den Namen nicht lesen. Merlin, das soll Merlin sein, dann ist das hier. Wow, Artus, okay. Was haben wir hier? Guinevere, okay. Galahad, Parzival, Bö. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parzival und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Ist das da drüben, das Grab vom Lancelot? Okay. Okay. Da ist auch nichts drin. Ah, jetzt hat. Okay.
Oh, okay. Ich habe irgendwas ausgelöst. König der Briten. Ich würde es euch aber nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Sip, was ist los? Okay, jetzt geht die Türe auf, also wieder zurück. Okay. Ach du Schande. Na komm schon. Ach verdammt. So, war es das jetzt?
Ah, da oben geht's doch weg. Ja, und tschüss. Der Blick. Oh, der Blick. Hoppla. Gut, das hätte ich mir denken können.
So, und jetzt? Ich habe es gerade geschafft, mich selber einzusperren. Da fällt mir jetzt gerade wirklich nichts Besseres ein. Halt! Ich bin doch ein Säckel. Drei und Sprung. Okay. Könnte da oben was sein? Nope, da ist nichts.
So, jetzt gucken wir mal. So. Genau, jetzt sind wir wieder hier. So. Was ist los? Hallo Freunde. Hey Lara, was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay, alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Ja, wir haben es geschafft. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber?
Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder hat Rutland... Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Eine unglaubliche Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, alles da? Ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Jo, dann machen wir jetzt einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer... Das müsste gleich auf der anderen Seite sein. Ich sehe gar nichts. Seht ihr wirklich richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. Ja, dann machen wir einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Skrutris.